Es geht weiter mit Anno 1800 im Let's Fuchs nach dem Intro. Hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs und ja, weiter geht's mit Anno. Während wir hier gerade dabei sind, noch die Felder und ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich sehe es gerade. Du gehörst hierhin und dahin. Kommst dann. Ah, da hast du schon vier. Ich habe nichts gesagt. Moment mal, da hatte die. Jetzt ist mein Handy ausgegangen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dahin? Dahin und dich drehen wir nochmal. Hat's auch die vier. So, jetzt brauchen wir die vier Paprika noch. Da. Und zwar drehen wir auch. Von mir aus freigegeben. Perfekte Zeitung, nehmen wir. Danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. So, Felder. Sie haben an Einfluss verloren. Wenn zu viel offen ist, werde ich so ein bisschen verrückt. Nur so ein kleines bisschen. Bis hierhin soll das angeblich gehen. Habe ich auch so hochkant gesetzt? Ja. Komm, soll doch einheitlich aussehen, oder? Sieht das so besser aus? Ja, wieso nicht? So, und dann kriegst du jetzt deine Felder spendiert. Soll ich schon mal einschenken zum Anstoßen? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Du hast einfach den Dreh raus. Aber genau die Höhe. Eigentlich müssen es jetzt doppelte Reihen sein. Ist es aber nicht. Und das hier stimmt eigentlich auch bis hier runter. Man müsste hier noch zwei doppelte Reihen hochlegen können. Wie beim Patch mal die Zahlen verändert? Sei's drum. Auf jeden Fall die Blaupause. Oder die Blaupause hier ist falsch. Kann natürlich auch sein. Spielstand gespeichert. Nee. Ist hier doch. Doch, genauso. Ist hier. Ja. Vielleicht ist die Blaupause auch falsch. Kann natürlich sein. Genau, das wollten wir nicht. So, damit hätten wir es einmal. Oh, würde ich wirklich ganz da oben ins Eck zimmern. Nein. Es ist halt super hässlich. Man sich verklickt. Hier wäre auch noch cool, wenn wir es drehen. Die Felder kann man anpassen. Hm.
Ja, könnten wir. Aber wie kriegen wir die? Weil. Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ich glaube nicht, dass das passt. Müsst mal gucken. Was ist denn da blockiert? Oh. Da stört es gerade am wenigsten, wenn ich es so mache. Oh. Da ist, glaube ich, nicht so lang, oder? Doch. Nein! Ach, egal. Ich wollte es schön einfach und simpel machen. Hat ja gut geklappt. Ausgelastet oder was? Ja, weil es 5 sind und nur 4, ne? Oh ne, weil es sogar nur 3 sind. Letztens 4. So. Kann ich das da oben nämlich nochmal schön ins Eck setzen? So, jetzt fehlt es hier an einem Feld, das ist klar. Das ist halt die Frage, ich kann das hier auf jeden Fall abreißen. Nein. Oh, weil ich wieder einen Busch erwischt habe. Weiß nicht, was wir hier noch machen können. Ich mache mir hier ein bisschen weg. Schiff unter Beschuss. Oh. Da legt sich mein Pirat an. Mhm. Hier mal eins zum Verkaufen. Jetzt hier Bücher gerade. Zufriedenheit plus 6. Nee, ganz bessere. Was ist das? Die Studie für Männer. Eine Studie für Männer. Okay. Haben wir denn hier Unterhaltskosten, Zusatzwaren? Gut, dagegen eher was Talg. Wollen wir nicht. Na, aktuell nichts da. Öffnen will ich jetzt gerade nicht. Weil wir hier gerade noch dran sind. Spielstand gespeichert. Das macht's auch nicht besser. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber so vielleicht. Ja. So, warum der ganze hässliche Kram? Dass ich mit den Feldern da schön drumherum bauen kann. Hier hinten ist jetzt ein bisschen verschwendet. Okay. Ja. Du hast deine 108, du hast deine 108, du hast deine 100. So, hier können wir jetzt mal einen Steinweg reinzaubern. Aber wenn ich es nämlich neu setzen muss, habe ich das Problem, dass ich dann... ja. Ah ja, hier noch rein natürlich. Wir machen direkt zwei dann.
Oben haben wir ja noch ein gutes. Wir werden auch noch ein drittes brauchen auf der Insel. So viel ist klar. Jetzt nicht direkt. Später hinaus. Ich glaube, im alten Spielstand mit Higgins haben wir auch, glaube ich, 3 am Laufen mittlerweile. Man sieht, allen geht es schon viel besser. Ich hab einen Punkt vergessen. Wir brauchen Eisen. Für die Dosen. Fällt mir gerade ein. Und zwar braucht ihr hier, genau, Roherz, Roheisen. Haben wir mehr als genug. Und zwar braucht ihr produziert in einer Geschwindigkeit von 15 Sekunden. Und die produzieren 1,30. Okay. Reicht eine Eisenmine locker, wenn wir die anschließen? Und ist die Frage, haben wir hier eine? Ja, wir haben sogar 2. Wunderbar. Dann brauchen wir die auch schon mal direkt. Eigentlich könnte man sagen, ja komm, das reicht doch. Kein Rathaus. Da bauen wir noch ein Lagerhaus hin. Oh, noch eine Feuerwehr. Wir werden ja noch wesentlich mehr Ressourcen brauchen, gerade Steine. Weil ich würde jetzt gerne in die doppelte Konservenproduktion gehen. Achso, dann legst du mir so. So, dann kommen wir nochmal hierher. Dreh dich. Na gut, der Weg ist egal. Ja, scheiß drauf, auf die paar Felder hier. Die können wir uns ja hier holen. Du hast deine? Nein. Skandal. Jetzt hast du's. Du hast sie, du hast sie. Ja, mein Gott, also das ist wirklich... Echt, habe ich jetzt doppelten Weg? Wie habe ich denn das geschafft? Weil der mit dem Weg hier abschließt. Ja, ja, ist ganz normal. Ah, lassen wir es so. Und dann hätten wir brauchen jede Menge Stein. Das reicht vorne und hinten nicht. Wie viele Schiffe haben wir denn? Alle da. Du kommst mir wieder neben den anderen. Und stellst dich da ab. Und du hier nimmst mir Steine mit, bitte. Das wird vorne und hinten nicht reichen. Auch mit Fenster und mit Stahl wahrscheinlich nicht. Wo ist denn unser anderes Schiff? Ist das noch nicht wieder da? Theoretisch gesehen schon. Oder habe ich es vergessen zurückzuschicken? Das müsste dann hier unten gelandet sein. Ach nee, das habe ich ja gerade weggeschickt. Und du machst mir ja die Handelsroute da. Nee, da haben wir noch eins. Bin ich jetzt gerade bekloppt? Schiffe. Du kaufst ein. Ist rum. Du hast mir gerade die Steine. Wir haben nur eins. Okay, machen wir mal die Brillenroute an. Eigentlich wollte ich ihn hier auf die Brillenroute setzen. Ah, dämlich. Was für dich. Mal raus da. Mach du auch mal Steine rüber, dann kommt das andere Schiff auf die Brillenroute, wenn es die Steine hochgebracht hat. Dann gucken wir nochmal, was wir dafür alles brauchen. Und zwar... Die Dosenproduktion. Wir brauchen ja... Ja, Fenster und Stahl.
Das haben wir ja schon. Hier brauchen wir hauptsächlich Holz. Hier auch. Fenster und Stahl. Aber wir können schon mal den Pendlerkeil bauen. Schon ist hier so. Och, 3000. 3000 ist nix. Wir haben halt die ganzen Arbeiter von hier noch, die würde ich gerne upgraden. Aber dann wird es an Dosen fehlen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. C4, hebt euch empor. So, und Seife, Brot und Wurst müssen wir eigentlich alles noch genug haben dann. Pelze ist dann halt auch wieder die nächste Frage. Ne? Als von mir prognostiziert. Und Nähmaschinen müssen wir auch noch mal gucken. Wir brauchen ja diese eine Eisenmine hier gerade gar nicht mehr. Könnten wir nochmal schmelzen. Könnten wir machen. Könnten wir die Messinghütte hier rübersetzen? Du hier hin. Hier abreißen. Also aktuell brauchen wir das Roherz noch, ist klar. Aber dann später hinaus nicht mehr. Könnten wir einen Hochofen hier hinsetzen und da einen hinsetzen. Dich können wir dann schon mal upgraden aufs Maximum, wenn es gerade Perle vor die Säue ist. Haben wir eine Feuerwehr? Wir bauen mal lieber noch einen. Gibt's hier schon? Die setzen wir direkt. Und dann hätten wir noch mehr Stahl, dann könnten wir nochmal mit Nähmaschinen überlegen, was wir machen. Wir brauchen ja definitiv auch nochmal Nähmaschinen. Wir hätten da zumindest das Rohr, aber das reiße ich ja dann ab. Das brauchen wir dann hier ja nicht mehr. Okay, also du sollst auch nochmal... was heißt Steine? Ich glaube, so viele Steine brauchen wir dann doch nicht mehr. Ich würde eher sagen, wir machen nochmal der Klassiker. Stahl, Fenster. Steine, Holz ist glaube ich genug da. Ah ja, dann sollte es wirklich reichen. So, du kommst jetzt bitte auf die Handelsroute für die Brillen. Route hier. Name habe ich mir gemerkt. Da. Annehmen. So, und dann, was kann man hier zwischenlagern? Sehr, sehr wenig wahrscheinlich. Nur 350. Könnten ja noch Kanonen gebrauchen. Bringt er mir danach hoch. Wie sieht es mit Paprika aus? Wir müssten ja doch Paprika genug haben, oder? Spielstand gespeichert. Eigentlich müsste das Lager voll sein. Ja, ja, wir haben genug. Können wir die Paprika-Route schon mal umändern und können sagen, bring Dosen mit. Aber wir lassen es, glaube ich, erstmal produzieren. Wir lassen sie erstmal produzieren. Ja, der Epic Store ist leicht überlastet, wenn ich jetzt erst die Mail krieg. Aktuell, wenn ihr das gerade live seht, Aufzeichnung, wenn ihr es guckt, wird schon zu spät sein, gab es ja GTA 5 beim Epic Store umsonst. Aber sagt man nicht nein. Ja, ich habe schon wieder irgendwas gewonnen, das ist ja kein Mensch. Gott. Wir haben mal langsam Stahlbeton, dass wir an Strom kommen. Was wird? Bist du schon da? Sehr wahrscheinlich nicht, weil du keinen Mitwind hast. Ne, nicht wirklich, nur so ein bisschen Seitwind. Und dann sollte das doch klappen. Ja, der braucht nicht mehr, der langweilt sich sonst. Die reißen wir natürlich ab, ist klar. Auf der Brücke.
Holst du mal einen Stack Kanonen, bitte. Gut, fangen wir an. Und zwar mit den hier zuerst. Eigentlich, wenn man es richtig macht, müsste ich jetzt die hier aktivieren. Und müsste eine Sekunde warten. So, bis die mal so ein bisschen vorproduziert haben. Wie es auf die Fenster geht, ne? Und das Stahl vor allem. Ist schon krass. Handelsroute, genau. Du bringst mir Zink mit. Warum das? Messing. Auf der Insel, ja. Und du kommst raus. Kommst auch raus. Nimmst ab sofort bitte zweimal Dosen mit. Ja, beschwert euch doch nicht. Die müssen doch erst bauen. Der letzte Schliff und... Wir hatten keine Feuerwehr. Dann setze ich die hier hin. Leg dafür hier noch Steinstraße. Bauen wir hier das zweite gleich. Leinen los. Ja, okay. Ja, das wird sich hier alles entschlacken. Für den Moment, wenn wir dann auf Dampfschiffe umgestiegen sind. Wird sich aber auch wieder steigern, wenn wieder mehr Dampfschiffe kommen, ne? Ein Teufelskreis. Dann haben wir dann noch mehr Materialien aus der alten Welt, aus der neuen Welt holen. Er hat schon gar keine Paprika mehr mitgenommen. Dosen konnte er nicht mitnehmen. Woran hängt's? Immer noch am Fleisch? Ah, jetzt. Haben wir schon ein bisschen Erz eigentlich, Eisenerz? Ja. Gucken, dass das Eisen reicht. Dass wir uns da nicht verrechnen. Die brauchen alle 1,30. Tja. Was wir können. Puh, ist so knapp. Um zwei zu befeuern. Wir haben nur eine Eisenmine, sehe ich gerade. Dann passt's. Die Ingenieure verspotten meine Kunst. Aber wahre Schönheit liegt nicht in den sichtbaren Dingen. Dann machen wir das doch noch, komm. Wow. Lang. Feuerwehr ist da oben. Geh hin. Nein. Jetzt? Ah, ich mache ja schon alles zu Stein. Ihre Geister werden dir folgen. Jetzt müsst ihr hinkommen. Ja. Und mal keine weitere bauen. Sehen Sie sich nur an. Stolz zu. Okay, wir brauchen wieder Holz. Sie ehren ihre Vorfahren. Ein Stack Holz. Ein Stack Stahl. Ein Stack Fenster. Steuermann? So, wie sieht's denn hier aus? Was brauchen die denn? Die brauchen auch Holz. Alles braucht hier immer eine gewisse... okay, ich habe zu wenig Holz geholt. Würde aber reichen, sehr wahrscheinlich. Ja, eins kann man noch hochziehen.
Oh, wo ist unser ganzer Gewinn hin? Liefern die, die müssen doch jetzt Brillen kriegen. Warum haben wir so viel Minus? Hängt's? Die machen ordentlich Miese hier. Und die Brillenproduktion kostet, ne? Spielt nicht so viel ein, weil wir noch nicht so viel haben, die sie brauchen, ne? Noch ein paar mehr. Jetzt sind wir bei 260. Die Flammen sind außer Kontrolle. Was? Aber... Habe ich da nicht noch eine gebaut? Offensichtlich nicht. Da haben wir noch nicht überall Steinstraße, aber das ist doch schon wieder... So groß ist die Stadt doch gar nicht. Aus Frust baue ich sie jetzt da rein. Und hallo, Jeff. Sorry, dass ich jetzt erst lese. Schön, dass du reinschaust, das Spiel der Stunde. Jeff Convas. Willst du auch, Arno? Hast du Tipps? Ja, halbe Tasse reicht noch. 3 Stunden mal hier auch nicht mehr. Ein bisschen noch. So, warum darf ich nicht? Weil es hier noch brennt oder was? Überlassen Sie es nicht den Flammen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ah ja, ja. Leichte Fischproduktion. Tun wir noch hoch, pushen. Die alte Welt. Bin ich auf die Weltkarte? Ja. So, wie viel haben wir denn jetzt? 33 und viel mehr wären es auch, glaube ich. Erst einen können wir noch. Ich möchte gerne noch unter Kaffee bleiben. Unter Hochräder. Könnte klappen. Aber es einfach mal wieder ein bisschen mehr Plus machen, weil irgendwie ist unser ganzer Plus jetzt flöten gegangen. Wir produzieren auch gerade zu viel. Das ist klar. Wir hier die alle noch upgraden. Also alle, die in dem Radius sind, sollen keine Arbeiter mehr sein, sondern sollen Handwerker werden. Neue Befehle? Mal nochmal, auf jeden Fall nochmal Fett, nochmal und Holz hier rüber und Stein. Segel! Zweimal Holz, einmal Stein. Nimmst du jetzt schon Dosen eigentlich mit? Da kommt er doch gerade an. Sind hier schon Dosen? 6 Tonnen. Man kennt's bei Anno. Die Handelsrouten klappen nicht immer direkt am Anfang, wenn man was umstellt. Er packt's. Wunderbar. So, dann upgraden wir hier mal. Das ist genau das Gebäude, was ich nicht hätte gebraucht. Zuerst. Euch brauchen wir nicht mehr. Ich brauche euch auch nicht. Ich brauche euch. Ach, bau mal alles. Komm. Und du auch noch. Jetzt ist fast das Holz wieder weg. Das war schon klar. Und die Steine auch.
So, was heißt, wir haben jetzt die doppelte Produktion auf der Insel. Dann können wir sie auf unserer Hauptinsel abreißen. Nicht als bräuchten wir es aktuell noch wirklich, aber... Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Und schon ist wieder ein bisschen mehr Platz. So wie wir es gerne hätten. Hier. Die Zeitung, was willst du denn? Oh, pünktlich auf die Minute. Top-Zeitung. Immer. Keine Änderung. Hat man nichts lektoriert. Keine Änderung. Quest, was habt ihr für mich? Ja, gibt es vielleicht einen Weg? Klicken Sie auf das Gebäude, das der Enigma entspricht. Welches Gebäude denn? Beantworten Sie, indem Sie auf die Antworten klicken. Welcher Rohstoff ist so transparent, dass man direkt hindurchsehen kann? Welcher wird das wohl sein? Quod erat demonstrandum. Die Fenster, sie wollten nicht Glas. Haben wir den gekriegt? Handelskammer? Kraftwerk, okay. So, jetzt können wir uns danach um Strom zeitnah kümmern. Und jetzt haben wir aber auch wieder das Erz auf dieser Insel frei, um zwei weitere Hochöfen zu befeuern. Jetzt heißt es wieder, die Insel ist hässlicher geworden. Reizender Tag für eine Küstenwanderung. Ja, wir haben die Unorte zumindest jetzt wieder weggemacht mit den Feldern, mit den Rindern. Aber jetzt sagt er halt wieder hier Hochöfen halt, ne? Ist klar. Dafür haben wir halt wieder jetzt mehr Stahl zur Verfügung und können damit auch unter anderem die Kanonenproduktion wieder anschmeißen. Und auch die Stahlproduktion. Und einmal weiteres Nähmaschinen auf jeden Fall. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Mit Ansage. Wie groß ist denn die Nähmaschinenproduktion? Wobei, wenn wir alles unter Strom setzen. Dann wäre es wieder egal. Brauche ich nichts Neues bauen. Ja, ich glaube, gerade beim Stahlbeton wäre das eine feine Sache. Spielstand gespeichert. Und die Biene hier auch. Wie sieht's denn aus mit dem Kraftwerk? Was hat denn das für ein Radius? Oh, ja. Schon relativ. Da wäre es zu knapp. Prinzip hier und dann würden wir das Ganze anpassen. Die Feuerwehr ist ja flexibel. Könnten wir hier die Schienen durchlegen? Die Holzfäller kommen da jetzt auch mal weg. Schiff unter Beschuss. Doch, der Pirat wieder. Da lache ich doch. Kein Platz mehr frei. Was führt sie zu? Zieh ich eigentlich nur um? Mich sonst nerven. So, dann sind die hier auch weg. Ja, wir könnten theoretisch gesehen, wir kriegen glaube ich so viel Öl, zur Not können wir noch eine zweite Quelle anschließen, wobei das ist für zwei schon fast Verschwendung. Die haben wir leider nicht gekriegt. Aber wir kriegen auf jeden Fall zwei Kraftwerke befeuert, also wir könnten hier und da
Hier drüben wäre auch noch nett. Ich muss sogar noch eine Schiene rüberbringen. Müsste ich ein bisschen was drehen und schieben und wenden. Dass das hier ein Feld runterkommt. Hm. Zum Beispiel diese Straße hier. Der Strom nach hinten raus. Leider nicht bis hier. Haben wir auch nochmal Hochöfen. Nee, ich muss das Kraftwerk mehr nach hinten bringen. Ich habe Verschwendung. Ich habe Strom bis hier, da brauche ich es nicht. Dann vielleicht doch eher so runter. Das eher hier rein. Ja, komm mal kurz weg. Die Felder im Weg. Ich verstehe. Was haben wir hier? Ein Stahlwerk. Das kann dann da nicht bleiben. Eigentlich ist der Schnaps hier auch falsch an der Stelle. Wir müssen schon längst unsere Schnapsinsel am Start haben. Hier uns mit Schnaps beliefert. Dann könnte man den ganzen Schnaps hier outsourcen. Also, hier habe ich ja schon mal Schnaps noch zusätzlich hingebaut. Einfach nur, weil es mich genervt hat. Hier ist ja auch nochmal Schnaps, was da eigentlich gar nicht hingehört. Aber ich muss das hier jetzt wegmachen. Auch den Platz erstmal für Stahl. Da haben wir ja auch noch Holzfäller. Was Fäller habe ich denn? Was habe ich mir denn da gedacht? Vor allem Lager ist voll. Da haben wir ja auch nochmal welche, die sich langweilen. Ne, komm, du kommst weg. Du auch, dann beschwert er sich auch nicht mehr so sehr. Grade dich mal ab, du bist noch gar nicht auf Maximum. So. Wir müssen da jetzt Strom planen. Das geht so nicht. Passt das hier rein? Oh ja. Bescheidenes Geschenk. Bis auf einen. Warte mal, wir können noch ein bisschen näher. Ihr Hafen wird angegriffen. Was? Das ist ein Scherz. Der Pirat. So langsam wird er aber verrückt. Wir brauchen noch Ressourcen für die Insel da oben, genau. Bereit für neue Befehle. Was habe ich gesagt? Ja, ein Stack Kanonen auf jeden Fall und ein Stack Stein und ein Stack Holz. Aber es wird auch nicht reichen, da müssen wir noch ein paar Mal fahren. Steuermann. Stahl wird da wahrscheinlich noch fehlen und ja, Stahl nochmal, Fenster nochmal. Hier sind wir ja bei weitem noch nicht fertig mit der Insel auf Dauer. Und für den Moment tut's das erstmal, dass hier soweit alles klappt, wie es soll. Müssten hier auch immer genug Dosen produziert werden. Wir sind schon wieder 6 Tonnen da, Schiff war wahrscheinlich... Ja, ist schon wieder auf dem Rückweg, oder? Ein Schiff erster Klasse. Es bringt sogar noch mit. Hey, sind wir hier voll mit Konservendosen? Nee. Ja, aber dann lagert... Sieht doch aus. Jo. Wenn man doof ist, dann klappt's auch nicht. Ich muss auch sagen, dass es ausliefern soll.
bleibt stabil. Wie können die denn stabil bleiben, wenn es seit Ewigkeiten nicht auslädt und die Produktion eingestellt wurde auf der Insel? Naja. Okay, also, genau, ich war ja hier gerade dabei. Ich kann mal gucken, ob das von den Feldern so weit passt, was ich hier vorhat. Vielleicht hätte man noch ein Feld reingehen können, ne? Ja. Da kommt der innere Monk in mir hoch. Ah, deswegen ist Blaupausen mit Straße immer so ein bisschen nervig. Sich verringert. So. Hätte 3 gemacht, jetzt machen wir das noch 2 frei. Also so hatte ich es gerade. Und das ist sowas. So, jetzt geschafft. Nur ein Stück Straße. Nee, passt. Eben nicht mehr. Oder? Ja, mein Gott. Ganz schön. So, guck mal her. Nein. Jetzt ja. Bis hier oben, wenn ich die Straße hier abreiße. Das war mir wichtig, weil die wird jetzt zeitnah abgerissen. Da wir hier jetzt ein bisschen mehr mit dem Strom planen. Und das hier alles, ja, mit der Not geboren ist. Und mit einem Kraftwerk möchte ich eigentlich gerne hier alles ab. Das sollte passen. Und hier unten haben wir in Anführungszeichen nur die Fensterproduktion. Ah, die Schneidereien haben wir auch noch. Gucken, wie es mit den Pelzen dann aussieht. Wir graden mal ein bisschen was ab. Also für alle, die im Radius sind. Ah, mal die hier noch. Oh, hier drüben noch. Spielstand gespeichert. Weil wir müssen hier viel mehr Plus machen mit dem, was ich überproduziere. Und jetzt halten wir mal so ein bisschen den Trend im Auge. Wir brauchen Kautschuk für Fahrräder. Haben wir hier Kautschuk? Hätten wir. Möchte ich das auch noch auf diese Insel hier quetschen, ist eher die Frage. Bin ich eigentlich dagegen? Hier ist gar kein Öl. Hier ist Öl, das sollte die Ölinsel werden, ne? Haben wir hier Öl? Nein. Hier gibt es aber keinen Kautschuk. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Kein Kaffee für mich, danke, nein. Und wir haben Kautschuk nur hier unten. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Kaum bin ich da. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Hörst doch bimmeln. Ah. Eine Steinstraße, großer Fauxpas. Was habe ich denn da gesoffen? Ich glaube, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht so viel. Mittlerweile haben wir ja unten genug überproduziert.
Okay. Oh. Hier sind sie auch losgefahren. Offensichtlich. Nee. Jetzt sehen wir dich mal, aber brauchen wir glaube ich schon gar nicht mehr. Okay, die bauen wir dann gleich wieder auf. Die Lager sind aber eh voll. Kein Platz mehr, Chefe. Kautschuk. Müssen wir dann auch noch hier auf die Insel klatschen. Gut, wenn wir uns hier nicht ums Öl kümmern, was eigentlich schon eine Schande ist, aber es geht nicht anders. Dann haben wir hier jede Menge übrig. Und Möglichkeiten. Vielleicht mal Blaupausenmodus an. Da müssen wir ja nur abbauen. Kommt, wir machen ja nichts mit Wald. Weg damit. Dich bauen wir wieder auf. So, das wäre Couchhook. Eigentlich auch Verschwendung, was ich hier gerade mache, feldermäßig gesehen. Und zeigt ja an die Straße setzen. Weil du hast aktuell 3 und immer eine Auslastung von 2. Das heißt, ich würde eh maximal nur noch 1 an dich hier anschließen. Mal die Felder nochmal weg. Legen sie nochmal neu. Von mir aus. So, dann würde ich sagen, nochmal Krautschock. Weiß nicht, wie viel wir brauchen. Wahrscheinlich eine Menge. Oder dann nochmal 144 rein. Könnte passen, ne? Oh ja, sogar. Was ist denn, würde ich hier hinsetzen? Gehen wir nämlich hier so rum. Und bauen hier nochmal eine hin. Haben wir das bis hierhin auch? Haben wir noch Arbeitskräfte hier? Kann der sich nämlich aussuchen, wo er hingeht, und der wird auf keinen Fall zu stark überbelastet. Wir könnten hier noch einmal rumproduzieren. Weil auch das wird uns später oder später das Genick brechen, der rum. Machen wir nochmal eine Zuckerrohrplantage hier hin. So, und wir gehen hier schön runter. Oh Mann! Ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun sollten, Nebenmaße. Halte ich, glaube ich, für keine besonders gute Idee, so alles drumherum zu schnörkeln. Mich beim Koop-Spiel schon mit Higgins schon so ein bisschen verbaut. Was sagen wir echt nur mal so. Feuerwehr ist hier noch mehr als genug. Da oben ist auch noch eine. Um uns erstmal nicht drum kümmern. Da geht es jetzt erstmal noch um Kautschuk. Die Straße führen wir hier weiter. Und im Prinzip muss er die Auslastung im Auge behalten. Ja, so eins könnten wir noch locker bauen. Kautschuk. Was haben wir leer gemacht? Achso. Weiß, was wir da gemacht haben. Gefällt mir nicht so.
Ja, aber ich wollte nicht komplett nach hinten gehen. Das ist so mein Problem. Ich weiß, du hast zu wenig. Hm? Ah, ne. Du hast jetzt zu wenig Felder hier. So ist mir das nämlich lieber. So, dann brauchst du nochmal Kautschuk ab und dann müssen wir nochmal eine Handelsrute mit Kautschuk machen. Aber ich glaube, das machen wir dann auch erst mit einem Dampfschiff. Das ist sonst, wenn ich jetzt noch, diese Segelschiffe, die sind halt lahm wie Sau. Ja. Verhältnis. Nur wir können ja schon mal ein bisschen Kautschuk zwischenlagern und produzieren. Das war mir halt wichtig. Was fehlt mit dir? Wir müssen das Land erst vorbereiten. In das Feld? Oh, wir haben so wenig Felder. Ja. Weil ich nach unten was weggerissen habe. So, jetzt. So, und von der Arbeitskraft können wir es uns locker leisten. Gehen wir in die alte Welt zurück. Nutzen wir den Moment und werfen einen Blick in den Trend. Und der Trend sagt uns, Rum habe ich gerade nachproduziert. Nähmaschinen, ja, das war ja schon das, was ich vermutet habe. Ja, dass Nähmaschinen so das nächste ist, was uns so ein bisschen ins Genick brechen wird. Brot haben wir hier ausgekurbelt, indem wir da den reingesetzt haben, der das ersetzt. Rum auf der anderen Insel. Dadurch produzieren die da genug. Es nun nach Gülle stinkt oder nach Schmiere. Fisch auch noch, also er sagt jetzt rum. Solange ordentlich bezahlt wird. Er wird nicht mehr schnell genug geliefert. Müsste ich noch ein drittes Schiff auf die Handelsroute setzen. Ich auch gern gegen ein Dampfschiff auswechseln, aber ich bezweifle, dass wir das in der Geschwindigkeit hinbekommen. Wir haben zumindest mal ein bisschen Stahlbeton, um Strom an den Start zu bringen. Gut, ich kann jetzt zumindest hier ein bisschen zaubern, beziehungsweise es war doof. Dich da lassen und dich hier rübersetzen. Können wir hier eine Straße hinlegen. Zap, zarab, haben die Strom. Das war doof. So. Da muss ich die Schienen durchkriegen. Das reicht nicht, oder? Nee. Das reicht nicht ganz. Spielstand gespeichert. Reicht's jetzt? Heute Abend ist eine Gewerkschaftssitzung. Nein. ein Feld noch. Es ist zum Mäusewelken. Komm hier runter. Genau, kannst du nicht hier hin dann? Doch. Also Industrieplanung par excellence hier. Jetzt? Ah? Ach komm, ihr wollt mich doch fett. Wieso ist es denn jetzt weniger? Ach, der Pirat wieder. Jo. Sind sie gute Schwimmer? Ich glaube, ich muss einfach noch ein Feld nach rechts. Ungehorsam ist eine feine Sache. Jetzt reicht's. Können die mit Strom arbeiten? Tatsache, können sie auch. Nur sogar nochmal zweimal Steine unter Strom gesetzt. Ist ja auch krass. Jetzt reicht's für die Mine nicht mehr. Jetzt reicht's. Und auch für da oben? Ja. Okay. Ja, hallo Mojito. Schön, dass du noch dabei bist. Ja, passt. Ne? Wie du siehst, passt's. Ich habe ja gerade noch nach oben gesetzt. Die Betonwerke. Ach, und dann die Straße eher hinlegen.
Stimmt eigentlich, wäre auch gegangen. Ja, ja, hast recht. Du hast recht. Weil das ist ja immer der direkte Straßenverbindungsweg, wie die Stromlinien gelegt werden. Jetzt müsste es auf jeden Fall auch ins kleinste Eck reinpassen. Wie gesagt, was ich hier gerade mache, ist erstmal so... Ja, ne? Gut, da könnte man ruhig auch eins nach vorne wieder. Jetzt sind wir da auf der sicheren Seite. Ach, du hast oft recht. Einigen wir uns auf oft. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die Straße vielleicht... Ja, wobei... Das ist echt egal wegen den Feldern, ne? 99,7%. Okay, einigen wir uns auf 99,7. Ja, wir machen dann... Achso. Brauche ich die Straße hier eigentlich nicht? Ich kann dich hier abreißen. Ihr habt eine Verbindung. Keine schöne, aber ihr habt eine. Kann ich das nämlich so legen. So. Ja. Die Schienen müssen auch noch weg. Ja, schön ist anders. Einigen wir uns darauf. Schön ist wirklich anders. Okay, da müssen die Schienen ja durch. Komm mal her, Feuerwehr. Dreh dich mal. So, weil hier müssen die Schienen entlang. Die können wir jetzt schon mal planen. Hier rüber. Aber nicht ganz an der Küste entlang. Ich sagte nicht ganz. So. Okay. Jetzt Schienen von hier. Nee, nicht durchs Wohngebiet. Das wollen wir lassen. So. Fangen wir an. Angeschlossen. Und angeschlossen. Alle langweilen sich. Ja, ja, du kriegst ja gleich dein Öl. Heul mal nicht rum. So, das wird dann die eine Nähmaschinenfabrik. Holz müssen wir noch genug haben. Die Öfen produzieren dann auch wie doof. Du langweilst dich eh? Oh ne, tust du nicht. Okay. Auf jeden Fall, das Zement wird auch mal beschleunigt. Das ist, war mir jetzt sehr, 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 sehr wichtig. Ja, das ist alles hier mit der Straße, das überleben wir uns alles nochmal. Das bleibt erstmal alles nicht so, das ist erstmal quick and dirty gesetzt worden. Jetzt nur mal gucken, dass uns der erste Zug hier fährt. Eine Eisenbahn? Warum? Fehlende Eisenbahnschienen zum Ölhafen. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Ich habe irgendwo vergessen, die Verbindung zu legen. Berufsrisiko. Irgendwo fehlt's. Ah ja. Ich verneige mich vor Ihnen. Ich seh's. Ihr Hafen wird angegriffen.
Sag mal, der Pirat, der ist doch auf Droge. Ah ja, du wolltest uns noch Sachen liefern. Genau. Das kann man aktuell zwischenlagern, mehr als genug. Der holt das immer ab. Okay. Lassen wir es erstmal. Hier oben hätte ich trotzdem nochmal gerne ein bisschen Stein und ein bisschen Holz. Das machen wir gleich. Und, Messing haben wir doch auch schon produziert. Ne, haben wir nicht. Die hier könnte ich eigentlich auch unter Strom setzen. Wenn ich es einfach umziehe. Nochmal drüber schauen. Könnte noch hier noch ein Kraftwerk dazwischen setzen, das ginge auch. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. 5 von 10. Wollen wir nicht übertreiben. Ich schweige wie ein Grab. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Aber die Fensterproduktion müssen wir jetzt echt nicht pushen, also. Sind auch wirklich alle so glücklich, wie du behauptest? Ja. Sind sie. So, Stunde ist voll. Ich hab noch Bock. Sind außer Kontrolle. Oh, wo denn jetzt schon wieder? What the? Sie haben an Einfluss gewonnen. Gut, also bleibt im Stream dabei, es geht weiter. Für YouTube ist an dieser Stelle jetzt Schluss. Für alle, die es nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Sehen Sie im nächsten Livestream oder Video.